große Tafeln auf Augenhöhe. Der Kreuzweg in der Kirche St. Nikolaus in Altdorf überzeugt schon allein durch seine Ausmaße. Fast wie zum Anfassen wirken die Szenen, die in Öl auf 14 Leinwände gemalt sind. Das findet auch Pfarrgemeinderatsmitglied Clemens Sandner. Der Kreuzweg, der wirkt auf mir schon ziemlich imposant, so jetzt einmal, weil eigentlich, ich finde Bilder von meiner Sicht her ziemlich lebendig, weil sie halt auch ziemlich klar dargestellt sind. Und darum gefällt mir eigentlich unser Kreuzweg schon ganz gut. Die Stationen hängen in einer Kirche, die nach Plänen des fürstbischöflichen Hofbaudirektors Gabriel di Gabrieli vor über 280 Jahren neu erbaut wurde. Er prägte auch das barocke Stadtbild Eichstätts. Der Kreuzweg in St. Nikolaus hängt zum Teil dicht an dicht. Im hinteren Teil der Kirche reiht sich eine Szene direkt an die andere. Und wirkt dabei sehr real, sagt Mesner Nikolaus Frey. Wie wenn es fotografiert war, so sauber ist das gemalt, finde ich nicht. Und wenn ich mein Engelkinder, wenn ich aber rüberkomme, dann ist er erst einmal so erschrocken, weil wir so Jesus so nackig ausgezogen haben. Da war er richtig deprimiert, das hat ihm zwei, drei noch beschäftigt. Weil es ist ja deutlich dargestellt, nicht? Zum Beispiel Jesus wird in Kleidern beraubt und so weiter. Das ist natürlich für so ein Kind, mein Anschauen, ganz schön heftig. Die Farben des Kreuzwegs spiegeln ihren Inhalt wider. Dezent gehalten, aber dennoch ausdrucksstark. Wie der Kreuzweg zuerst auf sie wirkte, erzählt Gemeindemitglied Caroline Sandner. Ja, natürlich erstmal sehr düster, weil es war ja eine düstere Zeit. Also der Kreuzweg ist ja nicht was Schönes so in dem Sinn. Und das ist eigentlich schon mit den dunklen Farben gut dargestellt, weil eigentlich sehr viel dunkel ist und dann nur das Rote eher hervorsticht. Aber der erzählt schon die Geschichte von Jesu eigentlich richtig. Der unbekannte Künstler hatte wohl eine Vorliebe für Details. Die Tücher und Gewänder in seinen Bildern glänzen und schimmern, Steine und Grasbüschel sind ausgestaltet. Dieser Detailreichtum macht das Geschehen in den Stationen besonders deutlich. In der Zeit von 1700 bis 1750, in der der Kreuzweg entstand, konnten noch nicht alle lesen und schreiben. Caroline Sandner gefällt eine Szene besonders gut. Ich finde die Station, wo Veronika Jesus das Schweißtuch reicht, eigentlich auch sehr gut dargestellt, weil er dann steht ja immer in den Kreuzwegen, dass das Gesicht wieder in dem Schweißtuch wieder gespiegelt wurde und das ist natürlich da ganz real dargestellt und nochmal das Bild von Jesus draufgemalt. Über einen Meter hoch sind die Tafeln und trotzdem zählt jedes kleine Detail. Im Kreuzweg in St. Nikolaus wird Jesus' Leidensweg für den Betrachter fast greifbar.